So, da wäre er wieder. Unser Alkohol ist ja schön in Arbeit. Das heißt... Oh, oh, seht ihr das überall? Das ist alles so blau und gelb geworden. Ah. Das ist jetzt genau das, was ich meinte. Ich sagte ja, ich will in die Untergrundhöhlen vorstoßen, damit irgendwann diese Pilze bei uns zu Hause, also im Fort selbst, auch wachsen und wir sie abbauen können. Das Problem ist nur, das wächst jetzt überall. Zum Beispiel hier wächst jetzt irgendein Pilz auf dem Boden. Hier ist irgendein Moos. Hier wächst mitten im Schlafzimmer ein kleiner Busch. Und da wächst mitten im Schlafzimmer ein kleiner Tower Cap. Das sind die Pilze, die man später mit der Axt abhacken kann. Sowas will auch jeder in seinem Raum haben, oder? Können wir das jetzt noch smoothen? Nee, können wir nicht, weil es kein Stein ist. Also hier unten wird es nicht wachsen, weil es halt Stein ist und kein Sediment. Ja, das macht keinen Sinn. Stein ist Sediment. Was ich damit sagen will, ist keine Erdschicht, auf der Pflanzen wachsen können. Die haben wir nur hier oben. Das heißt, eigentlich müssten wir hier oben irgendwo die Felder anlegen. Aber erstmal würde ich ganz gerne dafür sorgen, dass unsere Zimmer nicht von Pilzen befallen werden. Ich könnte jetzt einen richtigen Boden bauen. Dafür brauche ich aber pro Boden einen Block. Das könnte recht kostspielig werden. Oder ich könnte eine Straße bauen. Bei einer Straße kann man mit einem Block gleich mehrere Felder bauen. Aber das ist halt wirklich auch eigentlich als Straße gedacht. Und das sehe komisch aus, eine Straße im Zimmer zu bauen. Also machen wir Floor. Machen hier oben schon mal die richtigen Blöcke hin. Granitblöcke nämlich. So. Und da muss ich später nur dran denken, erstmal neue Blöcke herzustellen. Und dann die Zimmer da oben aufzulösen und hier in die gleichen Zimmer nochmal neu aufzubauen. Und sobald hier die Betten weg sind, machen wir das ganze Spiel auf der Seite nochmal. So, Granitblöcke, wo seid ihr? Zederblock, Granitblock, da, wir haben noch 13 Stück von. Ja, so schnell geht das. So, den Rest kann ich irgendwann mal auf Kamera machen. Ah, wächst da eigentlich irgendwas, was man abbauen kann? Das muss ich mal im Auge behalten. Also irgendwelche essbaren Pilze, außer die Plumpelmets, die wir sonst so haben. Und wie schaut es unten aus? Ich sollte mal einen Hotkey für hier setzen. Also für den Eingang. Also ich drücke H. Ne, nicht H. Ich drücke Shift H. Da hatten wir... Eingang haben wir. Ich glaube F2 haben wir auch schon, oder? Ne, F2 ist noch nicht besetzt. Dann drücken wir jetzt F2. Das ist jetzt Cave und drücken Z. Dann ist jetzt F1 unser Eingang, F2 sind die Höhlen. Und das Gold liegt da immer noch. Haben wir keinen Stockpile für Roherz? Das könnte natürlich sein. Bar Blocks. Wir haben noch einen Steinstockpile irgendwo hier unten gehabt. Hallo. Ah, da. Oh, der ist knackevoll. Den nehme ich, glaube ich, jetzt mal kurz weg. Damit der andere gefüllt werden kann, weil wir machen das am besten. Wir haben ja noch ein... Genau, die beiden hier. Crafts Dwarfs. Oh, was haben wir hier reingepackt? Economic Kaolonit. Das war für Keramik. Das heißt, hier kam Chert und sonst nichts. Okay, und wo kommt unser Granit hin? Hier. Machen wir mal alle weg. Und hier kommt jetzt nur Granit hin. Also haben wir hier unser Granitstockpile. Wir haben... Das ist viel zu unübersichtlich. Ich muss irgendwo anders nochmal ordentlich bauen. Also hier ist unser Granitstockpile. Hier ist unser Kaolonit-Stockpile. Hier ist unser Stockpile, wo alle Sachen hinkommen, die wir verfeuern können. Also die falsche Farbe haben. Und jetzt bräuchten wir eigentlich noch einen Stockpile für Erz. Den können wir hier unten hinpacken. Weil hier eh unsere Schmieden sind.
So, einmal darüber, da weg. Und wir sagen dem Stockpile jetzt, hier kommt nur Metall rein. Also, hier Metall, oben Barren. Hier nur Granit, richtig? Ja, nur Granit. Was haben wir eigentlich noch für Steine? Wir haben noch Jet, ne? Jet will ich gar nicht. Jet kann mit in den Müllhaufen, wollte ich schon sagen. Also Jet kann mit hier rein. Jet. Oh, lass mal ein bisschen laufen und gucken, ob die Zwerge das jetzt wegsortieren da unten. Aber ich denke nicht. Ah, doch, die kommen jetzt an, nehmen die Steine weg, haben dadurch jetzt hier Platz. Das heißt, das Granit von oben kann hier gebracht werden. Und das Erz müsste auch gleich zu unseren Schmieden gebracht werden. Also hier hin. Ja, es gibt sicher viel Kleinkram zu erledigen. Vor allem unsere Kabinetts. Sind die schon fertig? Wir haben keine Work Order mehr. Das ist sehr gut. Kabinett, Kabinett, Kabinett. Wo ist das Kabinett? Na nü. Ah, da. Wir hatten kein Kabinett in der Liste drin. Na, na komisch. Gibt es ein Rock-Kabinett? Ne, nicht Rock-Kabinett. Ja, gibt es. 5 Stück. So, das heißt, wenn jetzt alles richtig gelaufen ist, dann müssten die Zwerge eigentlich jetzt die Rock-Kabinetts nur aus Granit herstellen. Oh, hier haben wir auch einen Granit-Stockpile. Das ist doch mal kontraproduktiv. Dann sagen wir jetzt hier... Oh, was ist das denn? We'll take from anywhere. Ah, hier kann man einstellen, ob der von überall her Steine holen soll oder nur von anderen Stockpiles. Aber ne, er kann euch von überall her holen. Aber du sollst allgemein auch noch von dem da unten holen. Wo ist der da unten? Der war weiter im Norden, oder? Ja. Von dem hier. Das heißt, der Stockpile unten wird zuerst gefüllt werden, weil die Sachen halt näher dran sind. Aber wird dann direkt von dort der Stein weiter transportiert zu diesem Stockpile hier, weil ich gerade den Befehl gegeben habe. Also, hoffentlich gucken wir mal, was passiert. Aber da kam schon der erste Stein, glaube ich, an. Na, Wuselzwerge, kommen da noch mehr? Nee, aber was ich gerade sehe, ich verbiete mal ganz kurz den da und ich verbiete mal ganz kurz den da, weil die sind gelb. Und da sehen die Möbel auch anders aus. Und da kommen immer mehr Steine an, sehr schön. Scheint also zu funktionieren. Und auch hier wird das Jet hin transportiert. Und Lord Girogon hat irgendetwas gebannt. Gucken wir doch mal. Erstmal braucht er noch besseres Office und noch einen besseren Dining Hall. Und er hat verboten, dass wir Armbrüste exportieren. Das ist ja nicht wirklich schlimm. So. Was sagt unser Stockpile? Er sagt, wir haben ganz viele verschiedenfarbige Türen. Die werden alle bei der nächsten Karawane verkauft. Tische sind auch mischen durcheinander. Die Kabinetts sind noch nicht fertig. Aber ihr könnt hier drüben schon mal sehen, dass die Fußböden fertig sind. Wo wir gerade dabei sind, könnten wir dann ja auch die ganzen Wände mal ersetzen. Das will ich auch noch machen. Dass diese ganzen verschiedenfarbigen Wände alle abgetragen werden und wir dann von Hand aus Steinblöcken da neue Wände hinbauen. Also ja, wir werden kein Problem haben, die ganzen Steine zu verbrauchen. Apropos Steine verbrauchen. Das Erz da unten ist immer noch da. Und hier ist auch alles aus Granit, oder? Ja, sehr schön. Ja, wir werden niemals Granitprobleme haben. Das ist echt schick, 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 schick. Ich mag es, wenn die von einer Steinsorte, die eine gute, in Anführungszeichen, Farbe hat, sehr viel da ist. Also ich hätte auch das genommen, wenn es in Schwarz oder Grau wäre. Es muss halt immer nur einheitlich sein. Nicht so wie diese roten und dunkelgrauen und weißen und was weiß ich, alles durcheinander. Das passt überhaupt nicht. Auch hier oben die Tische, die sind okay. Die hier müssten alle nochmal ausgetauscht werden. Worauf man auch aufpassen muss, ist, dass diese Tower Caps und die Büsche nicht irgendwo im Weg wachsen. Und man dann nicht mehr durchkommt. Das kann auch passieren. Was recht ärgerlich ist.
So, was für ein Datum haben wir eigentlich? Wir haben Spätsommer. Das heißt, wir haben bald Herbst und dann müssten die Zwerge kommen. Und da sind unsere ersten Goldroherze. Sehr schön. Sind immer noch welche hier unten, aber ist okay. Die Mauern sind gebaut worden. Das ist sehr praktisch. Da kann man noch durch. Wall. Einmal dahin. Granitblock. Wo hatten wir noch was? Da muss noch gebaut werden. Und da muss auch noch gebaut werden. Und da auch noch zu. So. Wo läufst du denn hin? Da ist ein Zwerg. Dem folge ich mal. F. Was zur Hölle machst du da? Also er hat keinen Job und geht dann in ein Höhlensystem. Weil das hier so schön sicher ist. Auch nicht schlecht. Aber gut. Zumal wir haben ja oben den Dining Room definiert. Das heißt, eigentlich müssten alle Zwerge... Kommt er etwa nicht mehr raus? Das könnte auch sein. Spiel das Labyrinth-Spiel. Doch, er kommt noch raus. Komisch. Echt komisch. Gut, dass hier unten kein Viehzeug ist. Und da kommt gleich der nächste. Wer ist es jetzt? Webster. Vielleicht, weil da irgendjemand gestorben ist oder verletzt wurde? Nee, wir hatten keinen Kampf im Untergrund. Bauen wir doch einfach mal hier in unserem einzigen Zugang. Das ist doch unser einziger Zugang, oder? Na, da oben geht's noch durch. Aber später wird es der einzige Zugang sein. Bauen wir hier einfach mal eine Tür hin. Die können wir dann abschließen. Und je nachdem, ob wir irgendwas im Untergrund machen wollen oder nicht, wird die dann halt aufgemacht. Das Tiere trainieren geht auch fleißig weiter. Schön, schön. Da kommt die Tür an. So weit, so gut. Wir können die ganzen Sachen, die ich nicht haben will, also die Türen und die Tische und so weiter, die können wir einfach in die Müllpresse schmeißen. Die habe ich ganz vergessen. Ist der Gabelstand noch definiert? Ja, ist er. Ist die Tür aber begehbar? Ja, ist sie. Also spricht nichts dagegen, einfach jetzt hier hinzugehen und zu der Tür zu sagen, D. D, 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 D. So, das reicht erstmal. Gucken, ob es funktioniert. Denn ich denke da immer dran, dass die... Oder ich glaube, dass sie dann irgendwo anders das Zeug hinbringen, weil ich irgendwo noch eine andere Garbage-Zone definiert habe. Und das scheint sogar der Fall zu sein, denn hier ist nichts angekommen. Und wo war das jetzt? Ja, keiner bringt die Tür hier hin. Also irgendwo ist eine Müllzone. Hier war mal eine, aber die habe ich schon wieder runtergenommen. Na gut, pausieren wir kurz, sagen noch ein paar Türen, dass sie gedampft werden und gucken dann, wo die Zwerge hinlaufen. So, gleich müsste ein Zwerg kommen. Zack, der da hat eine Tür, der wird jetzt verfolgt. Aha, da ist eine Dampfzone. Also wir drücken ins DBC, reclaimen das da alles und sagen hier X und weg damit. Und das kann alles nochmal neu gedampft werden. So. Oh oh, irgendwas ist gerade passiert. Ein Dieb und er scheint hier in die Falle gegangen zu sein. Sehr schön. Haben wir schon unseren zweiten Goblin für unsere Experimente. Oder unsere Arena oder was auch immer ich mit denen später anstellen werde. Und was sagt unsere Müllpresse? Die Müllpresse sagt...
Die Sachen werden nicht runtergeschmissen, weil die Brücke nicht ausgefahren ist. Oh, wir haben noch einen Goblin gefangen. Na, das summiert sich ja langsam. Komischerweise tapsen die da jetzt alle rein. Das ist echt komisch, denn normalerweise weichen sie den Fallen ja aus. Na gut, ich will mich nicht drüber beschweren. Wir drücken jetzt hier mal den Schalter, damit die Brücke eingefahren wird und die Sachen runtergeschmissen werden können. Und noch ein Dieb. Werden ja immer mehr. Wir haben jetzt schon 4 Goblins. Und die Menschenkarawane trifft ein. Ist das nicht ein bisschen spät für die Menschen? Wir haben Spätsommer. Na gut, die Menschen kommen im Sommer, aber... Noch ein Goblin? Wollen die jetzt unsere Zugänge hier durchbrechen, oder wie? Aber das sind Snatcher, das sind einfach nur Diebe. Keine Invasionsarmee. Skurril, skurril. Ah, gut. Die Sachen hier müssen neu gedampft werden. Und, oh oh, jetzt haben wir einen richtigen Ambush. Ambush sind die Invasionen. Und was haben wir denn? Wir haben hier eine Karawane. Hier haben wir einen Goblin-Schwertkämpfer. Das ist ein Kämpfer von den Menschen. Und hohoho. Noch ein Goblin, noch ein Goblin, noch ein Goblin, noch ein Goblin, noch ein Goblin. Wir könnten jetzt mit unserer Miliz rauslaufen und versuchen, den Menschen zu helfen. Aber dann haben wir erstens das Problem, dass wir wahrscheinlich sterben werden. Wir können uns nicht das Inventar von ihnen angucken, oder? Doch. Die haben ein Silber-Zweihandschwert, ansonsten nur Lederrüstung und eine Kupferbrustplatte. Also die sind ein Ticken schlechter ausgerüstet als wir, aber hatten bestimmt schon mehr Kampferfahrung. Nee, wir sind Zwerge, wir verbunkern uns. Das heißt, ich werde jetzt, beziehungsweise in der nächsten Folge, das ganze Fort zu einem riesigen Barrow machen und da alle Zwerge reinpacken. Oder ich lasse einfach alle zu einem Bunker laufen. Den Bunker hatten wir schon mal designiert, oder? Gucken wir mal zum unter W. Ja, der Bunker ist definiert. Also in der nächsten Folge werden alle Zivilisten erstmal in den Bunker beordert. Und dann gucken wir, was die Invasionsstreitmacht da genau macht. Mit etwas Glück kann die Karawanenwachen die auch aufhalten. Aber das sehen wir dann gleich.